Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, VHK-Coach nach Damian Richter und Tanztrainerin. Meine große Vision ist es, ganz viel Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen, um für uns selbst und ganz besonders für unsere Kinder ein Körpergefühl, ein Gefühl von Selbstliebe zu vermitteln und somit unser Leben zu verändern. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du heute dabei bist, denn das ist dein Schritt, dein erster Schritt dahin, dass du für dich anfangen kannst, ein bewegtes und achtsames Leben zu führen. Die heutige Episode möchte ich dafür nutzen, dir die Konzepte vom Bewegungskind etwas näher zu bringen und dir die ein oder andere Geschichte aus meinem Leben und aus meinem Arbeitsalltag zu erzählen. Ich sehe in meinem Alltag, besonders bei Erstgesprächen, ganz, ganz, ganz viele Menschen, die offenkundig unzufrieden sind, die sich jedoch selbst limitieren. Ich sehe Frauen, die mir erzählen, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Körper, dass sie Schmerzen haben, dass sie total gestresst sind, mir aber im gleichen Atemzug sagen, ich habe ja keine Zeit, um mich um meinen Körper zu kümmern, deswegen ist wichtig der Stress. Sie limitieren sich. Sie sind wichtig und ihr gesamter Körper besteht nicht aus ihrem Stress. Aus meiner Sicht hängt das alles zusammen. Aus meiner Sicht hat das alles was mit der Person zu tun, mit dem Inneren. Denn wir kreieren immer von innen nach außen. Leider gibt es immer wieder Menschen, denen ich begegne, die dann einfach sagen, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe das, 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 das zu tun. Und das kann ich auf keinen Fall ändern. Auf keinen Fall. Deshalb können wir das nicht machen. Um dich ein bisschen mitzunehmen, ich war auch mal so. Heute bin ich zweifache Mama. Mein Ehemann, der arbeitet im Dreischichtsystem. Ich habe im Januar mich selbstständig gemacht und ja, bin trotzdem fähig, für meinen Körper zu sorgen, bin trotzdem fähig, für mich Sport zu machen. Und auch wenn du jetzt denkst, naja, du machst ja den ganzen Tag mit deinen Kunden Sport. Ja, natürlich. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass ich auf mich achte. Gerade deswegen ist es wichtig, dass ich für mich Zeit finde. Denn stell dir doch mal vor, ich würde jetzt den ganzen Tag Sport machen und würde nicht auf meinen Körper achten, würde nicht darauf achten, dass er fit ist, dass er diese ganzen vielen Sporteinheiten, die verschiedene Intensitäten haben, einfach nur ablaufen lasse. Stell dir das vor, das würde mein Körper wahrscheinlich nicht lange mitmachen. Und eins weiß ich ganz genau, ich will diesen Job so, so lange machen, weil ich den einfach liebe. Weil ich einfach das liebe, was ich jetzt mache. Und deswegen möchte ich auch nicht damit aufhören. Und deswegen umso wichtiger ist es einfach für mich, dass ich für mich Sport treibe, dass ich darauf achte, dass ich Auszeiten bekomme, dass ich meine Entspannungszeiten bekomme. Das heißt, dass ich meditiere, dass ich auch meine Yoga-Einheit mache, dass ich für mich Dinge tue, die einfach nur auch für mich wichtig sind. Und wenn ich im Reinen bin, habe ich die Kraft für meine Kinder, für meinen Mann, für mein Umfeld und für meine Kundinnen. Das war aber auch nicht immer so. Das hatte ich jetzt schon mal gesagt. Aber es war wirklich nicht so. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, war ich eine ganz andere Frau. Klar, ich war viel, viel jünger. Ja. Aber ich war an einem Punkt, ich habe einen Job begonnen, also ich habe eine Lehre begonnen, wo ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe heute, warum ich das gemacht habe, die mir jetzt natürlich im Nachhinein wirklich viel weitergeholfen hat. Jedoch habe ich damals eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten angefangen und wusste schon in der ersten Woche, dass der Job nichts für mich ist. Den ganzen Tag sitzen, den ganzen Tag Büroarbeit erledigen, erfüllt mich einfach nicht.
Ich habe die Arbeit gemacht, das war okay. Ich habe damit eine Zeit lang mein Geld verdient, aber es war jedes Mal so, dass ich immer wieder, immer wieder, immer wieder meinen Job gewechselt habe. Und dann der Umkehrschluss war, dass ich einfach total unzufrieden war. Was aber nicht an dem Job lag. Das lag an keinem Arbeitgeber, weil das kam alles aus mir. Und ich bin nach Hause gekommen und war unzufrieden. Ich war unzufrieden, wenn ich gehört habe, wenn wir dann am Wochenende oder am Abend dann zu XY gegangen sind und da mal wieder das Gleiche gemacht haben wie davor die Wochen, war ich unzufrieden. Ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Ich hatte keine Lust mehr darauf, ständig das Gleiche zu machen. Eigentlich war jeder Monat, jede Woche, jeder Tag dasselbe. Da war nichts Spannendes, da war nichts Aufregendes, da war nichts Herausforderndes. Es war immer das Gleiche. Und ich habe die Hobbys gemacht, weil sie mein Umfeld erwartet haben, weil meine Familie das erwartet hat. Ich habe Dinge getan, weil andere Menschen das auch gemacht haben. Bin Menschen hinterhergerannt und wollte, dass sie mich mögen, weil ich diese Liebe brauchte, diese Anerkennung brauchte, eine Bedeutung brauchte. Und dreimal darfst du raten, ob ich die hatte. Nein, weil ich einfach aus meinem Inneren leer war. Ich war komplett leer. Ich hatte nichts. Ich wusste nicht, wer ich selbst bin. Ich wusste nicht, welche Bedeutung ich für mich habe. Ich wusste nicht, wie ich mich selbst sehe. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe mich nur auf die Dinge konzentriert, die um mich herum abgelaufen sind. Und es hat lange gedauert. Ich habe dann irgendwann begriffen, zumindestens, und das war wirklich mein erster Schritt und ist auch mein erster Punkt in meinem Konzept von Bewegungskind, Sport zu machen. Ich war schon immer sportlich, jedoch nicht kontinuierlich. Ich habe eine Zeit lang so Sport getrieben, dass ich immer mal einmal die Woche getrainiert habe oder mal alle 14 Tage. Dann habe ich alles gegeben, weil war auch immer ehrgeizig. Aber genau das war der Punkt. Ich habe viel zu wenig dafür getan und viel zu viel von meinem Körper verlangt. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich stets und ständig verletzt. Mein Körper hat mir Alarmsignale geschickt. Also ich habe so eine Art Belastungsasthma bekommen, was tatsächlich dann immer nur aufgetreten ist, wenn ich dann auf einmal abrufen sollte, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe. Das ist total verrückt. Ich habe dann mit dem Sport, den ich damals betrieben habe, habe ich dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper das einfach nicht mehr kann und habe tatsächlich angefangen, regelmäßig zu laufen. Ich bin regelmäßig gelaufen. Ich habe mir selbst Laufpläne geschrieben, habe angefangen, wirklich endlich etwas für meinen Körper zu tun und nicht nur von meinem Körper zu fordern. Mein erster Tipp für dich: Treibe Sport. Treibe aber so Sport im ersten Schritt, dass du etwas Gutes für deinen Körper tun möchtest. Dass du endlich begreifst, dein Körper ist wundervoll, dein Körper ist für dich, dein Körper wurde für dich geschaffen und dein Körper kann für dich alles tun. Jedoch darfst du für ihn arbeiten. Er tut das ja auch für dich. Du brauchst nicht denken, dass du immer nur fordern kannst. Du brauchst nicht denken, dass du nie Sport treibst und dann auf einmal kannst du zwei große Einkaufstaschen auf einmal hochtragen, ohne dass dein Körper dabei zusammenbricht. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber wahrscheinlich hast du dann eine Woche später einen Hexenschuss. Und ja, sicherlich, jetzt kannst du sagen, ja, das kann doch mal passieren, Nerv einklemmen. Ich hatte früher ganz oft einen steifen Hals, ich hatte ganz oft Rückenprobleme, eingeklemmten Nerv oder was auch immer, wie man das nennen mag. Letztendlich ist es erst dann weggegangen, als ich endlich angefangen habe, meinen Rücken zu trainieren. Als ich endlich begriffen habe, dass ich meine Muskeln stärken darf. Und nur wenn sie wirklich stark und ausgeglichen sind, ich auch was von ihnen verlangen kann. Erst dann hat es funktioniert. Und nicht nur meinen Rücken, sondern dass mein ganzer Körper im Einklang trainiert werden darf. Dass mein Körper darauf ausgerichtet ist, dass mein Körper dafür geschaffen wurde, für mich, dass er sich bewegt. Und nicht dafür, dass ich auf der Couch liege und dann, wenn ich es mir mal einfallen lasse, ach ja, heute ist ja Training, aufspringe und dann 300% von ihm verlange. Obwohl er die ganze Zeit nur in der Ruhe war. Das wird nicht funktionieren. Bei mir hat es nicht funktioniert. Und bei mir wurde das erst besser, schlagartig besser, als ich angefangen habe, hinzuschauen.
Also auch mit dem Laufen war das so. Ich habe dann angefangen zu laufen und ich wusste, dass die Theorie wusste ich. Die Theorie, die habe ich die ganze Zeit schon gewusst und ich habe die ja Stück für Stück auch mir selbst beigebracht zu der damaligen Zeit, noch ohne Lizenz und ich habe es nicht umgesetzt. Ich habe nicht umgesetzt. Ich bin dann nur laufen gegangen, weil ich dann auch in dem ersten Schritt dachte, ach ne, laufen, erstmal Fett verbrennen. Das ist wichtig. Ich wollte also wieder meinen Körper optimieren. Ich wollte nur reduzieren, abbauen, 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 abbauen. Ja, und dann kam wieder der Punkt, okay, verletzt. Ja, geil. Dann habe ich endlich verstanden, okay, wenn ich was verlange, muss ich ihm was geben. Also Muskelaufbau, Mobilität, Dehnen, Stabilisieren und so weiter und so fort. Und das ist einfach der Punkt. Mach Sport. Ja, geil. Aber denk doch darüber nach, was du denn von deinem Körper möchtest. Und das mag jetzt vielleicht heute, wo du den Podcast hörst, wirst du vielleicht denken, na ja, mir geht's doch gut. Ja, und wenn du ehrlich bist, wie oft in der Woche, wie oft im Monat hast du denn wirklich Rückenschmerzen? Wie oft in diesem Jahr hat dir irgendetwas wehgetan? Die Füße, die Hüfte, das Becken, die Arme, die Schultern, der Nacken, der Kopf. Wie oft? Und wie oft nimmst du es einfach hin? Wie oft in deinem Leben hast du es einfach hingenommen, dass es nicht besser wird? Und das Wichtigste ist in diesem Punkt Sport, dass du nicht nur Sport treibst. Natürlich, wenn du jetzt gerade ganz neu anfängst, ist es wichtig, dass du eine Routine dir erarbeitest, dass Sport in deinen Alltag integriert wird, dass Sport zu einem Teil deines Lebens wird, wie das Zähneputzen, wie das Frühstücken, wie das Mittagessen, wie das Abendbrotessen. Es gehört mit dazu. Es ist nichts Lästiges, es gehört dazu. Du tust etwas Gutes für deinen Körper. Ganz einfach. Und dann darf es aber nicht so routiniert werden, dass der Körper sagt, ach ja, jeden Montag eine halbe Stunde laufen wir im Kreis, immer die gleiche Anzahl von Kilometern und danach habe ich wieder meine Ruhe. Vielleicht gehen wir am Donnerstag nochmal. Dein Körper ist nicht dumm. Der weiß ganz genau, was du da tust. Deswegen fang an, ihn zu überraschen. Überrasch dich selbst. Versuche viele Dinge aus. Probier immer wieder was anderes. Und setze neue Trainingsimpulse. Geh nicht nur laufen. Mach mal Yoga. Mach mal Muskelaufbau. Geh mal ins Fitnessstudio. Spiel mal Tennis. Geh klettern. Slacklining. Was auch immer. Skateboarden ist auch geil. Probier alles aus und mach's einfach mal. Mach's einfach mal. Und du wirst merken, umso mehr Freude du da auch daran hast. Weil ich sehe immer viele, die dann sagen, oh, schon wieder laufen. Ach, heute muss ich ja wieder dahin. Ah, oh, heute ist ja wieder das. Oh, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, ich habe den ganzen Tag so viel gearbeitet, ich will nicht. Dann mach doch was anderes. Es liegt doch an dir, was du machst. Grenz dich doch da nicht ein, aber mach was. Mach was. Mach was für dich. Und wenn es halt nicht das Laufen ist, dann probier doch mal Zumba aus oder tanzen. Aber mach was. Und jetzt kommt die ganze Krux an der Sache. Alleine 1 bis 2 Stunden Sport in der Woche werden nicht ausreichen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, ganzheitlich zu denken, dein gesamtes Leben zu betrachten und einmal ganz ehrlich zu dir selbst zu sein. Wie oft bewegst du dich? Wie viele Zeit sitzt du? Und das kannst du einfach mal für dich kontrollieren, indem du einfach meinen Schrittzähler benutzt. Du kannst auch dein Handy dafür benutzen, dass du einfach mal bewusst den ganzen Tag mal dein Handy in der Hosentasche trägst. Da sind ja eigentlich überall jetzt so eine Schrittfunktion mit drin. Oder dass du dir vielleicht mal eine Uhr anschaffst. Das gibt ja ganz einfache Modelle, die auch echt kostengünstig sind, die so diverse Funktionen drin haben und einfach mal dir anschaust, wie viel bewegst du dich tatsächlich. Besonders im Büro, wenn du im Büro sitzt, wirst du feststellen, dass es einfach viel zu wenig ist. Ich sage mal 10.000 Schritte Minimum. Mehr ist besser. Und immer wenn du da nicht drankommst, empfehle ich dir einfach wirklich mal dein Leben zu überdenken. Mal genau hinzuschauen, wie oft bewegst du dich? Wie oft gehst du einfach mal zu Fuß irgendwo hin? Und dir wirklich mal ganz deutlich zu machen, was dein Körper alles kann, welche Funktion hat dein Körper
Und dann sei mal ehrlich zu dir, sind diese Funktionen vorhanden, weil es einfach nur Zufall ist, oder sind diese Funktionen deswegen da, dass du sie benutzen darfst? Und ich finde diesen Gedanken einfach mal wirklich toll, mal aufzuhören, sich vorm Spiegel zu stellen und zu sagen, oh, ich bin zu dick, das sieht unmöglich aus und ja und bla, alles optimieren, das ist alles nicht gut genug. Im Gegenzug dessen aber den Körper nicht zu benutzen. Der Körper, wenn er sprechen könnte, würde wahrscheinlich auch sagen, na, du kannst ja jetzt immer aufhören, an mir rumzumeckern, geh doch einfach mal los. Und so ist es letztendlich. Also, das ist auch das zweite Standbein aus meinem Konzept, dass ich ganz einfach sage, wir schauen uns den Alltag an, denn es funktioniert nicht ohne. Es funktioniert nicht ohne. Natürlich ist Sport ein wichtiger Aspekt. Jedoch ist die Bewegung in dem Alltag insgesamt sehr, sehr, sehr wichtig. Sobald du nur einseitige Tätigkeiten machst, und das ist nicht nur im Büro so, das ist auch bei sämtlichen Verkäufern so, oder wenn du viel stehst und die ganze Zeit im Prinzip nur mit den Armen die gleichen Bewegungen machst, das sind alles einseitige Geschichten, die ganz einfach deinem Körper schaden. Denn darauf ist er nicht ausgerichtet. Er ist nicht darauf ausgerichtet, dass du immer und immer wieder nur die gleichen Dinge tust. Er ist darauf ausgerichtet, dass du dich viel bewegst, dass du die ganze Zeit mobil bist, dass deine Wirbelsäule sich bewegt. Deswegen hat die diese einzigartige Form, damit du dich bewegst, dass du aufrecht stehst. Wenn die Natur gewollt hätte, dass du die ganze Zeit auf einer Couch liegst, hätte er dir den Körper einer Schlange gegeben. Die liegt auch den ganzen Tag rum und schlängelt sich durch die Gegend. Du hast aber einen menschlichen Körper bekommen, also darfst du ihn auch als den benutzen. Der dritte Aspekt, den ich betrachte, ist die Ernährung. Und natürlich ist die Ernährung an sich ein riesengroßes, breites Feld. Und ich beobachte immer wieder, dass gerade die Industrie der Diät wirklich so, so groß ist und dass diese Industrie so, so viele Dinge verspricht. Aus meiner Sicht ist es einfach nur wichtig, dass du einfach auf deinen Körper acht gibst, dass du einfach mal darauf achtest, was sagt dir denn dein Körper? Überleg doch mal, wann hast du das letzte Mal wirklich regelmäßig einfach mal so ein leichtes Hungergefühl verspürt? Der Hunger, dieses Hungergefühl ist da, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du wieder essen darfst. Wann hast du denn mal mit deinem Körper kommuniziert? Wann durfte er denn mal mit dir sprechen, das letzte Mal? Und dieses Völlegefühl, Müdigkeit und so weiter und so fort, was viele nach dem Essen haben, ist auch eine Art Kommunikation. Was könnte dir dein Körper sagen wollen, wenn du nach dem Mittagessen so müde bist, dass du fast an der Arbeit einschläfst? Ich glaube nicht, dass er dir sagt, ach, leg dich jetzt mal hin und ruh dich aus. Nein, du hast gerade Energie zugeführt. Du hast gerade gegessen. Und Essen ist eine Zuführung von Energie. Und wenn du die Nacht ganz normal geschlafen hast, dann überleg doch mal, was der Körper dir sagen möchte, wenn du auf einmal nach deinem Essen müde wirst, obwohl du kurz davor nicht müde warst. Vielleicht war es zu viel, vielleicht war deine Nahrung, die du ihm gegeben hast, nicht energiereich genug, also die Qualität nicht hoch genug. Whatever, aber schau es dir doch mal an. Schau dir doch mal an, was du isst. Und auch ein wichtiger Indikator ist, obwohl wir da alle wahrscheinlich nicht gerne drüber sprechen und noch weniger dahinschauen, ist unser Stuhlgang. Wie oft gehst du auf Toilette? Hand aufs Herz, sei ehrlich zu dir. Wie oft hast du Stuhlgang? Einmal am Tag? Zweimal am Tag? Oder eher einmal die Woche? Oder zweimal die Woche? Sei doch mal ehrlich zu dir. Das sind alles Aspekte, die ich im Übrigen aus der Ayurveda übernommen habe und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ayurvedische Lehre ist eine sehr, sehr, sehr alte Lehre und was mir daran so gut gefällt, ist, dass es keine Verbote gibt. Auch wenn ich vegetarisch lebe und auch vegan total gerne, ja, praktiziere, sagt man das so? Also ich ernähre mich auch gerne mal vegan, ist im Ayurveda auch Fleisch erlaubt. Bloß die Betrachtungsweisen sind anders und ich finde es wirklich sehr, sehr wertvoll, dass man einfach mal anschaut, aus was sind denn die ganzen Nährstoffe, aus was sind denn die Nahrungsmittel? Was ich dir zum Beispiel auch ans Herz legen kann, schau dir doch mal an, was du isst. Weißt du, woher das kommt? Hast du schon mal raufgeguckt auf die Inhaltsstoffe, die hinten draufstehen? Und
Mal ganz ehrlich, wenn du es teilweise nicht weißt, wenn du hinten durchschaust und du weißt bei, sag ich mal, von 10 Inhaltsstoffen mindestens 5 nicht, woher soll denn dein Körper wissen, was es ist, was du gerade isst? Woher soll er das wissen? Deswegen meine kleinen Tipps hinsichtlich Ernährung, ganz unabhängig davon, wie du dich ernährst derzeit. Kommuniziere mit deinem Körper, schau genau hin, wie reagiert er und wenn er mit Müdigkeit, mit Durchfall, mit Verstopfungen, mit Blähungen, mit irgendwelchen Dingen reagiert, die dir nicht gut tun, dann hinterfrage doch mal deine Ernährung. Dann probier doch mal aus. Und so habe ich es auch gemacht. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang jeden Morgen Quark mit Obst gegessen und ein bisschen Knuspermüsli drin. Dann habe ich gerne noch Knuspermüsli mit Milch gegessen. Egal, was ich gegessen habe, ich hatte auf einmal Durchfall. Früh am Morgen. Und ich hatte manchmal echt Probleme, schnell auf Arbeit zu kommen. Um das Thema abzuschließen, ich habe einfach mal hingeschaut, was esse ich denn da? Milch, Milchsäure und Obst, Fruchtsäure. Ich habe dann einfach mal angefangen, die Milch wegzulassen. Und ich habe keine Laktoseintoleranz, was so gerne verbreitet wird. Das habe ich definitiv nicht. Ich habe einfach die Milch weggelassen. Ich habe zu der Zeit sehr, sehr viele Milchprodukte konsumiert. Und auch heute esse ich total gerne Käse. Und ich habe einfach mal die Milch weggelassen, was mir nicht wehtut und was ich auch total gut verkraften kann. Und das heißt nicht, was das für dich eine Alternative ist, aber mir ging es auf einmal total gut. Ich hatte auf einmal diese Durchfallerscheinungen nicht mehr und ich konnte einfach früh morgens aufstehen, mein Frühstück essen und konnte meine Nährstoffe für mich behalten. Und das ist es ganz einfach. Nahrung ist Energie für deinen Körper. Und dein Körper ist so ein geiles Ding, so ein geiles Gerät, das kann innerhalb von Stunden deine Nahrung, die du ihm gibst, zu einem Teil von sich selbst werden lassen. Und ich finde das total faszinierend, wenn man sich da mal die Nahrung anschaut, die man isst, und dann überlegt, okay, das wird ein Teil von mir, egal ob ich es jetzt esse, also ob ich es jetzt schnell esse, langsam esse, es wird ein Teil von mir. Und mich hat das dann öfter mal abgehalten, dann irgendetwas zu essen, weil ich dann dachte, oh Gott, nee, das will ich nicht, dass das ein Teil von mir wird. Und ein letzter Gedanke dazu ist, was gerade auf diese Diätenindustrie abzielt. Aus meiner Sicht können Diäten nicht funktionieren. Im ersten Punkt, die Diäten sind meistens nur temporär abgesehen. Das heißt, du hast dann, weiß nicht, ein 8- oder 10-Wochen-Programm, manchmal auch einen Monat. Und dann ist Schluss. Was ist denn danach? Danach machst du deine Ernährung so wie gehabt weiter, wie deine Gewohnheit, wie du es dir selbst antrainiert hast. Da braucht man sich nicht wundern, dass dann einfach mal wieder der Körper genauso weitermacht wie vorher. Das funktioniert also nicht. Also du darfst tatsächlich deine Ernährung oder eine Ernährungsart für dich finden, die für dich langfristig umsetzbar ist. Es funktioniert einfach nicht nur für 8 oder 10 Wochen etwas zu ändern und dann zu denken, ich kann wieder ins alte Schema zurück. Das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn, habe ich gelernt. Auf jeden Fall ganz unabhängig davon, ob du vielleicht mal die ein oder andere Diät ausprobiert hast und denkst, ach, ich will mal 10 Kilo abnehmen, weil ich will in XY-Kleid reinpassen. Solltest du dir einfach überlegen, was möchtest du denn vom Leben? Ist dein Leben nur 8 bis 10 Wochen lang oder ist dein Leben langfristig lang? Und was möchtest du denn mit der Gewichtsabnahme? Möchtest du nur gut aussehen? Möchtest du einfach gesund sein? Möchtest du eventuell dein Übergewicht endlich loswerden? Möchtest du deinen ganzen Bewegungsapparat entlasten? Weil einfach mal, wenn man sich überlegt, wenn du deine Kilos, die du zu viel auf den Rippen hast, mal in Kartoffeln umwandelst, wenn du sagst, du hast 10 Kilo zu viel drauf, hast du einen Kartoffelsack den ganzen Tag auf dem Bauch geschnallt, der 10 Kilo schwer ist? Wenn ich mir einen Kartoffelsack auf den Bauch schnallen würde, der 10 Kilo wiegt, ich kann dir sagen, ich wäre am Abend so fertig. Ich glaube, also ich würde wahrscheinlich nicht mehrere Kurse in der Woche geben. Das könnte ich gar nicht schaffen. Und das überleg dir mal. Und solche Geschichten mal für 8 bis 10 Kilo ablegen oder nach 8 bis 10 Wochen dann Stück für Stück jede Kartoffel ablegen, um dann nach dieser Zeit
wenn ich schon gemerkt habe, oh, es geht leichter, wieder neu anzufangen, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn ich mir dann wieder jede Kartoffel einzeln wieder auflade? Funktioniert also nicht. Und der zweite Faktor, warum aus meiner Sicht Diäten nicht funktionieren, ist ganz einfach, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Bei unseren Autos verstehen wir es. Es gibt Benziner, es gibt Diesel, es gibt Elektroautos, es gibt Hybriden, whatever. Und ich kann auch nicht, ich fahre einen Benziner, ich kann auch nicht meinen Benziner einfach mit Diesel betanken, nur weil der Diesel gerade günstiger ist als der Benzin. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber wir Menschen sind der Meinung, dass wir alle das Gleiche vertragen. Wir sind so viele Menschen auf der Erde. Wie kommen wir alle auf die Idee, dass wir alle das gleiche Essen vertragen, dass wir alle das gleiche essen können und unser Körper das komplett genauso aufnimmt? Abgesehen davon, dass unser Essen sowieso schon sehr, sehr, sehr vorbelastet ist, von viel, viel, viel zu fettig und zu viel Zucker und so weiter und so fort. Deswegen ganz unabhängig davon, was du isst, schaue dir an, wie dein Körper reagiert. Und wenn du sagst, du hast schon seit 10 Jahren ständig Blähungen, du hast Verstopfungen, du gehst vielleicht nur ein, zweimal die Woche auf die Toilette und hast Stuhlgang, dann hinterfrag das doch mal. Also ich kann von mir sagen, ich habe, abgesehen davon, wenn wir wirklich reisen, was dann auch ein Stress, ein psychischer Faktor ist, dann fällt es mal einen Tag aus. Ich habe jeden Tag ein bis zweimal Stuhlgang. Und ich bin da echt froh darüber, weil ich fühle mich erleichtert. Ich kann mich einfach, ja, ich fühle mich einfach insgesamt leichter. Doch, das denke ich, drückt das ganz gut aus. Und das ist wichtig, weil das gehört zu unserem Körper dazu. Unser Körper ist ein Kreislauf an sich. Und alles, was wir oben reinführen, da kommen Abfallprodukte raus. Und wenn wir die nicht rauslassen, wenn wir nicht loslassen können, bildet sich noch mehr Schlacke, als sich schon so in unserem Körper bildet. Und das sind einfach wieder Entzündungsherde, die in unserem Körper gewisse Dinge anrichten können, die wir einfach nicht wollen. Und wir haben immer mehr Gesellschaftskrankheiten, die ganz einfach von mangelhafter Ernährung, von minderwertiger Ernährung zeugen und von zu wenig Bewegung. Ein weiterer Faktor, der damit reinspielt, ist die innere Welt, die Psyche, Stress, all das, was auf uns einprasselt. Und das ist auch in meiner Arbeit die vierte Säule, die ich ganz einfach betrachte. Denn Stress, Selbsthass, Selbstignoranz, Verdrängung und so weiter und so fort. All die Glaubenssätze, die wir innerhalb unseres Lebens gespeichert haben, haben uns zu dem Menschen gemacht, der wir sind. Und wenn du dich mal einfach mal ganz einfach selbst beobachtest, welche Dinge denkst du über dich selbst? Weißt du überhaupt, wer du selbst bist? Wie viel Stress hast du jeden Tag? Welche Ängste hast du? Wie oft fragst du dich, oh, was hat denn der jetzt über mich gedacht? Oh Gott, was habe ich da gesagt? Wie oft? Wann hast du das letzte Mal an dich gedacht? Wann hast du das letzte Mal gedacht, wow, siehst du geil aus? Wann hast du das letzte Mal gedacht, wow, was du gemacht hast, war richtig, richtig gut? Wann? Wann? Wann hast du einmal hinterfragt, warum du ständig diese Heißhungerattacken hast? Wann hast du letzte Mal darüber nachgedacht, warum du immer wieder und immer wieder zu den gleichen Abläufen, zu den Chips und zu den Gummibärchen greifst? Ich hatte ähnliche Probleme. Ich habe beispielsweise auch diese Heißhungerattacken gehabt und bei mir ist es richtig ausgeartet in Fressattacken. Ich habe wirklich alles in mich reingefressen, was nur ging. Hatte dementsprechend auch Gewichtsschwankungen. Und was soll ich sagen? Danach kam dann die Selbstgeißelung. Warum hast du das gemacht? Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, dachte so, oh Gott, was ist so viel gegessen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mein Körper hatte Stress. Ich hatte Stress. Ich hatte solchen Stress. Ich konnte mich nicht im Spiegel ansehen. Mein Hintern zu flach, meine Oberschenkel viel zu breit, die Reiben aneinander. Ständig habe ich mir einen Wolf gelaufen, wenn du das kennst, wenn die Oberschenkel aneinander reiben und dann diese wunden Stellen zwischen den Oberschenkeln entstehen. Meine Brüste haben gehangen, mein Bauch. Ja, ich konnte es nicht angucken. Ich konnte es nicht sehen. Ich konnte mich selbst nicht sehen. Ich habe meinen Körper so gehasst. Was aber auch nur davon gezeugt hat, dass in mir alles leer war. Und als ich damit aufgeräumt habe, als ich mein eigenes Leben angefangen habe zu betrachten, und das dauert eine Weile, das dauert eine Weile. Und ich habe das definitiv nicht alleine geschafft.
Definitiv nicht. Aber als ich begonnen habe, endlich mal hinzusehen, als ich begonnen habe, mir klar werden zu lassen, was denn eigentlich bei mir los ist, als ich begonnen habe, auch mal aufzuräumen und mir wirklich klar werden zu lassen, dass mich niemand, keine Person im Außen, der ich hinterherrenne, dabei helfen wird, dass ich mich selbst liebe. Als ich begriffen habe, dass all die Dinge, die meine Eltern, die meine gesamte Familie mir vorgelebt hat, dass ich die nicht wiederholen brauche. All die Dinge, die sie in mich reingepackt haben, das sind denen ihre Dinge. Ich darf sie ganz einfach ihnen zurückgeben. Sie gehören mir nicht. Und alle Dinge, die ich als Kind erlebt habe, darf ich loslassen. Sie dürfen da sein. Ich brauche sie nicht mehr heute. Das hat wirklich viele, viele Jahre gedauert und ich habe wirklich gemerkt, umso mehr ich losgelassen habe, umso mehr ich ganz einfach die Dinge so angenommen habe, wie sie sind, indem ich einfach mir bewusst geworden bin, dass all die Dinge meiner Vergangenheit, meiner Kindheit etwas mit mir machen, ich dann sie angenommen habe, losgelassen habe und begonnen habe, ganz wichtig, neue Sachen zu integrieren, die mir dienlich sind, die mich weiterbringen. Ich neue Dinge gelernt habe, neue Dinge mal zugelassen habe. Ich habe auch nicht mein ganzes Leben meditiert. Ich habe mit dem Meditieren angefangen 2000, jetzt muss ich mal überlegen, war Ende 2015 habe ich, glaube ich, das erste Mal angefangen zu meditieren. Ich habe das auch nicht mein ganzes Leben gemacht. Yoga habe ich auch nur über YouTube gemacht. Immer mal so ein bisschen. Aber habe auch eigentlich nicht gewusst, was es eigentlich so genau ist. Richtig bewusst bin ich mir erst dessen geworden, als ich einfach Schritt für Schritt neue Dinge probiert habe. Und da waren die Dinge mit dabei. Und ich habe dann immer mal was für mich angenommen. Das heißt nicht, dass die Dinge bei dir funktionieren können. Sie funktionieren, wenn du sie einfach annimmst und wenn sie was für dich sind. Und das kannst du für dich entscheiden, wenn du es einfach mal ausprobierst. Aber der Punkt, worauf ich hinaus will, nachdem ich all die Dinge probiert habe, nachdem ich in meinem Leben so viel gehen gelassen habe, nachdem ich angefangen habe, immer mehr neue Dinge zu integrieren und ich habe ganz viel integriert, 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 bin nie losgegangen und jetzt endlich losgehe, hat sich mein ganzes Selbstbildnis verändert. Früher war das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwo mich gespiegelt habe, wenn ich mich irgendwo gesehen habe, ich habe in die Fensterscheibe, in den Spiegel geguckt und habe erstmal mich von oben bis unten abgecheckt. Und das Geile war, ich habe auch immer gedacht, alle anderen Leute checken mich von oben bis unten ab, dass sie genau das Gleiche sehen wie ich. Ist natürlich nicht so. Von innen nach außen. Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich mich auch an, aber ich sehe mich anders an. Ich mag mich. Und wenn ich überlege, was ich damals alles kritisiert habe an meinem Körper, das sehe ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Und es wurde Stück für Stück besser. Und ich habe, das heißt nicht, dass es mir immer gut geht und dass ich mir selbst immer gefalle. Das heißt es nicht. Das heißt einfach, dass ich in mir, in meinem Körper, mich einfach wohlfühle. Ich finde es richtig toll, in meinem Körper zu leben, denn mein Körper hat mir ganz, ganz viele Dinge beigebracht, nachdem ich angefangen habe, auf ihn zu hören und einfach mal so ein bisschen auch mich um ihn zu kümmern. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel meine Periode einen Einfluss auf mein Körpergefühl hat. Wenn ich meine Periode habe und ich mich in den Spiegel anschaue, habe ich immer das Gefühl, dass ich mindestens 5 Kilo mehr wiege. Und da ertappe ich mich immer bei diesen Gedanken, oh Gott, hast du zugenommen? Und ich stelle mich ja nicht mehr auf die Waage, weil ich für mich das einfach geheilt habe. Ich brauche die Waage nicht. Für mich ist nur wichtig, dass mein Alltag bewegt ist, dass ich einen hochqualitativ guten Sport mache, dass meine Ernährung konstant qualitativ hoch ist zu meinem Sport, zu meiner Bewegung. Und dass ich ganz viele Dinge für mich tue, dass ich weiter Dinge konsumiere, dass ich Dinge lerne, die mich persönlich weiterbringen, die mich ins Wachsen bringen. Und das ist vielleicht auch ein guter Impuls, wenn du jetzt denkst wieder, ich habe
ich habe keine Zeit dafür und so weiter und so fort, sind es Ängste. Und das ist einfach ein innerer Anteil an dir, den du als dein Bodyguard ansehen kannst. Dein Bodyguard passt auf dich auf. Der achtet ganz genau darauf, dass du keinen falschen Schritt tust, dass du nichts tust, was dein Leben gefährden könnte. Und dein Bodyguard hat über viele, 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 viele Jahre deines Lebens diesen Punkt, den du jetzt erreicht hast, erarbeitet. Der weiß ganz genau, das ist dein sicherer Bereich, das ist deine Komfortzone. Und solange du dich in dieser Komfortzone bewegst, wird dir nichts passieren. Doch sobald du an die Grenze deiner Komfortzone kommst, holt dein Bodyguard ein leuchtendes Schwert raus und ja, sendet einen Lichtblitz aus diesem Schwert und kreiert einen elektronischen Zaun um deine Komfortzone. Und es ist die Angst, die du spürst. Angst. Und dann passiert etwas ganz, ganz Geiles. Wenn du dir erlaubst, durch die Angst durchzugehen, deinen Bodyguard einfach liebevoll zu sagen, hey, ich weiß, du willst mich beschützen, ich gehe da trotzdem durch und ich mache das jetzt einfach, wirst du merken, dass außerhalb deiner Komfortzone richtig geile Dinge sind. Denn an dem Punkt, wo du jetzt bist, da bist du die ganze Zeit und du wirst dort nicht wegkommen, wenn du nicht anfängst, einfach was zu tun für dich. Und dieses Tun wirst du nicht in deiner Komfortzone finden. Das heißt, du musst definitiv durch deine Angst durchgehen müssen. Du wirst einfach mal was machen dürfen, was du noch nie gemacht hast. Du wirst einfach mal was riskieren. Egal wie dieses Riskieren aussieht letztendlich für dich. Weil das wieder ganz individuell ist. Jeder Mensch hat eine andere Komfortzone, jeder Mensch hat einfach andere Ängste und jeder Mensch einen anderen Punkt, an dem er ankommen kann, wenn er die Komfortzone verlässt. Du darfst es für dich rausfinden, aber das wirst du nicht rausfinden. Du wirst niemals rausfinden, was außerhalb deiner Komfortzone auf dich wartet, welche großartigen Dinge du dort erschaffen kannst, was du alles erreichen kannst, wenn du nicht einfach endlich da rausgehst, wenn du nicht einfach mal endlich etwas tust, was du vorher noch nie getan hast und ja, was dich einfach großartig werden lassen kann. Genau. Und wenn du jetzt fragst, wie ich das alles gemacht habe, genau in der Reihenfolge. Glaube ich, seit knapp 15 oder 16 Jahren habe ich Stück für Stück die einzelnen vier Säulen, die ich in meiner Arbeit betrachte, mir persönlich erarbeitet. Habe begonnen, wirklich hinzusehen, habe angefangen, mir meinen Körper anzuschauen, habe angefangen, mit meinem Körper zu kommunizieren, habe genau hingeguckt, was verträgt er, was verträgt er nicht. Wie reagiert er, wenn ich jetzt das esse? Wie reagiert er, wenn ich jetzt das mal weglasse, wenn ich mal keinen Zucker esse oder weniger Süßigkeiten, weniger Chips, kein Alkohol und so weiter und so fort? Und habe es mal einfach mal wahrgenommen, habe es mir aufgeschrieben und immer, wenn ich mal wieder gezweifelt habe, mir einfach mal durchgelesen, mir wieder ins Bewusstsein geholt, warum mache ich das dann eigentlich? Denn die Ängste, die ich gerade beschrieben habe, die hatte auch ich. Die Ängste hatte ich, als ich auf einmal angefangen habe, mit Sport zu treiben, weil es war ja auf der Couch viel bequemer. Natürlich nicht. Ich hatte ständig Rückenschmerzen von dem vielen Rumgeliege. Und Verletzungen, wenn ich dann auf einmal wieder irgendwas von meinem Körper abgerufen habe, was er gar nicht imstande war zu tun, weil er ja einfach total untrainiert war. Zu ausgeruht. Genau, und losgehen. Ich habe es einfach geschafft, weil ich losgegangen bin und weil ich manchmal vielleicht auch wirklich Menschen vielleicht beim Kopf gestoßen habe, aber weil ich zum ersten Mal das gemacht habe, was ich wirklich wollte. Natürlich hat mein ganzes Umfeld gesagt, warum machst du denn das, als ich dann auf einmal die ganzen Hobbys aufgegeben habe und meiner Leidenschaft nachgegangen bin, etwas draußen zu machen. Angefangen habe mit dem Klettern, angefangen habe wirklich draußen zu sein, mein Mann und ich uns den Bus gekauft haben, wir rausgegangen sein, wir eigentlich nur noch rausgefahren sind mit unserem Bus, um dort Abenteuer zu erleben, das Leben zu spüren.
Natürlich haben unsere Freunde dann gesagt, ach, die sind doch nie da. Ja, weil es uns einfach nicht erfüllt hat. Mich hat das einfach zu keiner Zeit erfüllt. Und mein Mann und ich, wir haben einfach festgestellt, dass wir am Ende ja dieselben Interessen haben in dem Punkt. Dass wir festgestellt haben für uns beide als Paar, dass wir viel besser funktionieren, wenn wir einfach mal richtige Abenteuer erleben. Wenn wir einfach aus unserer Komfortzone rausgehen und uns dabei an der Hand halten und sagen, ey, ich habe Angst, du auch? Dann komm, wir gehen jetzt beide. Wir haben das einfach festgestellt. Und natürlich hat unser Umfeld gesagt, ach, das ist doch gefährlich, wie könnt ihr denn das machen? Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, beim Fußballspiel verletzen sich öfter Menschen als beim Klettern. Man muss sich bewusst werden, was man da tut. Und Klettern ist wie jeder Sport ganz einfach eine Sache, bei der man achtsam sein darf, wobei man einfach mal auf sich selbst hören darf. Und wie ich am Anfang beschrieben habe, wenn man nur läuft und nicht darauf achtet, dass man seine Muskeln dabei trainiert, die relevanten, man kann nicht den ganzen Tag nur im Büro sitzen und dann auf einmal 30 Kilometer laufen. Das funktioniert nicht. Da muss ich auch was tun. Und so ist es beim Klettern. Ich muss mir bewusst werden, was ich tue beim Klettern. Ich muss mir bei jeder Sportart bewusst werden, was ich dort tue. Und dann funktioniert das auch. Um nochmal zu kommen, ich bin durch die Angst durch und ich habe seitdem einfach mal so ein geiles Ding erlebt. Ich wachse. Und das Schöne ist immer, wenn ich merke, dass ich unzufrieden geworden bin, wenn auch in unserem Familienleben, in meinem Alltag insgesamt einfach so immer mehr so diese Herausforderungen lauter wurden, dass in meinem Kopf die Stimme lauter wurde. Das geht so nicht weiter. Ich habe da scheinbar noch einen weiteren Freund in mir, der das immer merkt. Das reicht mir nicht. Es genügt mir nicht. Es genügt mir nicht, auf einer Stelle zu stehen. Es genügt mir nicht. Ich möchte wachsen. Ich möchte ganz viel lernen. Ich möchte ganz viel ausprobieren in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie weit die Sanduhr über mir bereits abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viele Sandkörner dort noch drinne sind. Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Und deswegen umso wichtiger ist es, dass ich ein Leben führe oder ich mir ein Leben jetzt immer mehr kreiere, was mich erfüllt. Umso wichtiger ist es auch für meine Familie, für meine Kinder, dass ich ein Leben für mich kreiere, was mich eine gute Mutter sein lässt, was mich eine richtig, richtig gute Frau werden lässt, was für mich einfach Frieden bringt, Gleichgewicht bringt. Denn das ist aus meiner Sicht wirklich das Geheimrezept. Das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Wenn mein Geist ausgeglichen ist, hat das Auswirkungen auf meinen Körper, von innen nach außen. Ich habe beispielsweise nach beiden Geburten hatte ich immer so meine Standard 5 Kilo, die ich nicht runterbekommen habe. Und ich habe bei beiden Schwangerschaften wirklich viel zugenommen. Ich habe die nicht runterbekommen. Und erst als ich wieder angefangen habe, Moment mal, was ist denn jetzt auf einmal irgendwie anders? Was brauche ich? Und ich wieder angefangen habe, mehr nach innen zu gehen, mehr darauf zu schauen, was ist denn in mir los? Welche Herausforderungen ruhen in mir? Welche Themen habe ich denn? Was kommt da hoch? Ich schaue es mir an, woher kommt denn dieses Thema? Rucki-zucki waren die 5 Kilo weg. Um die Sache abzurunden, alle 4 Themenbereiche sind noch ja, mindestens 1000-mal umfangreicher, als ich sie heute besprochen habe. Und ich werde bestimmt noch mal an anderer Stelle auf das ein oder andere Themengebiet etwas näher eingehen. Wenn du Lust hast, darüber etwas näher zu sprechen, schreib mich gerne an. Falls du Fragen hast, natürlich auch. Und ich freue mich, wenn du einfach Kontakt mit mir aufnimmst, ich dir vielleicht helfen darf bei deinen Herausforderungen, vielleicht auch dabei, dein Leben vielleicht einfach mal anzuschauen, dir bewusst zu werden, wer du bist, dir bewusst zu werden, was deine Ziele sind. Und vielleicht auch dir dabei zu helfen, einfach mal loszugehen, ins Tun zu kommen, nicht nur zu wissen, sondern auch einfach losgehen.
Genau, dann darfst du dich bei mir melden. Meine Kontaktdaten werde ich dir wieder in den Shownotes verlinken und ich freue mich, wenn du vielleicht die Folge mit einer ganz lieben Person teilst, der das Thema vielleicht auch helfen kann. Denn ich kann natürlich meine Vision von einem bewegten und achtsamen Leben nur dann noch weiter in die Welt bringen, wenn ich meine Reichweite noch weiter nach außen bringe, noch weiter ausbreite. Und dabei kannst du mir helfen, indem du einfach ja, mir dabei hilfst, meinen Podcast in die Welt zu bringen. Genau. Außerdem wünsche ich mir von dir, dass du unter dem heutigen Post bei Instagram oder bei Facebook mir einfach mal einen lieben Kommentar da lässt und mir auch mal berichtest, in welchen Bereichen du Herausforderungen hast, wie du vielleicht aber auch da rausgekommen bist, welche Wege du gehst. Vielleicht sagst du auch, dass dir besonders ein Bereich geholfen hat, dass du vielleicht in einem Bereich größere Herausforderungen hattest und dass du da, wie du damit gearbeitet hast. Berichte mir ruhig davon. Ich freue mich über den gemeinsamen Austausch und bin so unendlich dankbar, dass du da bist. Du bist so ein wundervoller Mensch. Du hast einen wundervollen Körper und dein Sein ist einfach nur einzigartig. Werde dir selbst bewusst und ja, bleibe bewegt. Deine Marie.